Das zu Ende gehende Jahr ist reich an Affären um hohe Honorare ohne erkennbare Gegenleistung. Die Grünen meinen jetzt einen weiteren Fall gefunden zu haben. Es geht um Zahlungen einer gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft an die ehemalige ÖVP-Ministerin und Nationalratsabgeordnete Maria Rauch-Kallert. Ein Revisionsbericht stelle die Notwendigkeit der Zahlungen in Frage, berichten die Grünen. Rauch-Kallert weist die Vorwürfe zurück. Die gemeinnützige Wohnbaugesellschaft Buntes Wohnen, sie ist mittlerweile umbenannt, hat Wohnhäuser in Wien gebaut und saniert und dafür auch Beratungsleistungen in Anspruch genommen. Die damalige Nationalratsabgeordnete Maria Rauch-Kallert etwa erhielt im Jahr 2007 58.000 Euro. Im Bericht des Revisionsverbandes der gemeinnützigen Bauvereinigungen heißt es zu diesen Honoraren, die Notwendigkeit und Nützlichkeit der Zahlungen sei nicht nachgewiesen. Ein der Rechnung zugrunde liegender Vertrag wurde trotz mehrmaliger Aufforderung nicht vorgelegt. Es ist wie bei Walter Maischberger. Es wird gezahlt und keiner findet eine dazugehörige Leistung. Und wie die Frau Maria Rauch-Kallert dann erwischt worden ist durch die Revision, hat sie schleunigst 48.000 von den 58.000 Euro zurückbezahlt. Ich werte das als Schuldeingeständnis. Maria Rauch-Kallert sagt heute gegenüber der Zeit im Bild, alles sei korrekt gewesen, sie habe auch nichts zurückbezahlt. Wofür genau sie die 58.000 Euro damals bekommen habe, dürfe sie aus Gründen der Vertraulichkeit nicht sagen.